für was? Ach du Heilige. Daniel! Ich meine dich. Liebe! Ich grüße dich! Grüß dich, Mensch! Hi! Ach, das freut mich aber. Hallo. Wie geht's dir? Sehr gut, wie geht's dir? Lange nicht mehr gesehen! Ja. Fett bist du geworden! Ja, danke, du auch! Oh, ich hab gedacht, jetzt, wo du so selber Outdoor-Verkäuferin bist, ja, und zwei Jahre. Seriös. Zwei Jahre, ich dachte, du bist richtig seriös. Bin ich auch. Es hat genau 3 Sekunden gedauert. Laptop zu! Alles wie immer. Ja, herzlich willkommen. Ja, finde ich richtig cool. Ich bin mega gespannt, wie euer neues Büro aussieht. Du warst noch nicht hier, ne? Nein. Nur von euren Stories, von Tobi, von dir. Ab und zu mal was gesehen. Ja, hat sich ein bisschen was getan. Ich muss dazu sagen, das hier ist noch nicht ganz fertig, aber ich glaube, das hier, ja, ganz imposant vom E-Auto. Nice, ja. Jetzt hängt das hier. Hängt jetzt hier, ja. Hier kommt noch Logo hin und so LED-Stripes. Mhm. Ist noch nicht ganz fertig, aber ich glaube, das wird sehr sexy. Und dann ist das hier unser neues Zuhause. Oh. Ey, sag mal, fährst du überhaupt noch nach Hause, oder? Ja, ich bin frisch umgezogen und habe mir zu Hause relativ viel in dem Style auch gemacht. Ja, weil ich so geil finde hier. Sehr clean, sehr, sehr schön, extrem modern. Als wäre das so die Lobby von so einem 5-Sterne-Wellness-Hotel. Oder? Ja, also das ist so mein erster Eindruck, oder Marco? Ist es auch hier. Richtig nice. Vor allem der Urus, der jetzt hier noch so schön in der Mitte steht. Ja, den haben wir extra für dich noch hier. Echt? Ja, klar. Ach, Tobi, ist das die Überraschung? Ja. Krass. Also, dass ich mich da reinsetzen darf? Oder dass ich, wir fahren. Das ist ja da der Tradition, dass wir fahren, dass ich Todesangst habe beim Danebensitzen. Ach, das? Ich dachte mir, das muss man eigentlich schon nochmal machen. Das ist wie fort, oder? Ja, Tradition. Klar. Es regnet heute nicht, das ist schon mal ein Vorteil. Aber ja, den würde ich sagen, das Ding kann ja richtig viel, ne? Was hat der jetzt PS? 840. Ja, ja. Doch ein bisschen mehr als der XM. Und der ist auch sehr laut. Echt? Ja. Ich bin gespannt. Ich will jetzt schau mal einfach mal, oder? Ja. Ich zeig dir noch mal kurz mein Büro, ne? Damit du mal ganz traditionell auch siehst, wo wir sind. Also hier ist Content Creator Büro. Genau. Und hier sitzen dann Tobi und ich. Wow. Wow. Richtig, richtig cool. Richtig cool. Muss ich schon sagen. Boah, da habt ihr euch was rausgelassen, okay, ihr zwei. Mhm. Ja, wobei ich fand dein Büro vorher auch schon nice. Da sehe ich euch zwei. Ja, ist gut. Tobi. Das ist unser Wellness-Tempel. Ja, wo ihr wohl kreativ werden könnt. Da sind wir so kreativ. Hier sind so viele Leute im Gang, da muss man langsam laufen hier. Ja, Mensch, mit was sollen wir denn anfangen? Urus fahren oder XM fahren? Ich glaube, wir fahren Urus als erstes, oder? Weil ich will ja erstmal dich ein bisschen. Also, ein bisschen ich würd sagen, ja, Urus. Ich fahre das erste Mal Urus, muss ich ehrlich sagen. Und du bist noch nie Urus gefahren? Nein. Ja, noch also, ich meine, der ist ja nicht normal, ne? Nein, mit dem Umbau wird der ja auch mit Sicherheit ein bisschen mehr Dampf haben. Deswegen würde ich sagen, starten wir, wenn es okay ist, mit dem Urus. Let's go. Ich glaube, Marco, der Sound wird uns jetzt hier umhauen. Und vor allem ist ja Kleinserie, das heißt. Der ist von hinten richtig, richtig schön. Das ist so ein richtiges Batmobil. Heftig! Alter! Ist das krass? Was ist Püppchen, einsteigen jetzt! Vergessen, P reinzumachen. Schäfer, der rollt einfach da vorne. Das ist dein Schätzchen, ja? Ja. Jetzt mal ganz kurz. Es ist komplett crazy. Dieses Auto, gerade eben, ich stand drin vor diesem Auto. Man denkt, das ist das fetteste Schiff, was man sich vorstellen kann. Jetzt steht der neben dem und auf einmal schaut er klein aus. Ja. Heftig, gell? Was? Und ich sag's ja, wenn du drin sitzt, du denkst dir, du sitzt in einem LKW.
Der ist so riesig. Der ist unfassbar. Da, die grüßen uns gleich, die LKW-Fahrer. Düt. Ja, aber jetzt widmen wir uns doch erstmal dem Fun-Part. Deinem Schmuckstück. Also, ich bin so gespannt. Echt crazy. Ich habe richtig Bock, gleich damit zu fahren. Sollen wir es traditionell so machen? Ich mach den ersten Teil. Ja. Du fährst wieder zurück. Du zeigst mir und erzählst mir ein bisschen über den Wagen. Oder? Und dann tauschen wir. So machen wir's. Sehr gut. Bis gleich. Ja. Ganz kurz. Jetzt muss ich auf mich wirken lassen. Wie heftig ist es bitte? Ihr habt ja nur Alcantara und Carbon. Das ist geil. Es ist für mich der schönste Innenraum, den ich seit langem gesehen habe. Ernsthaft. Vor allem schwarzes Alcantara. Richtig geil. Carbon in Kombination, die gelben Nähte. Nicht zu viel gelb, sondern genau richtig. Und jetzt pass auf, schau dir mal hinten an. Du hast hinten zwei Sportsitze. Du hast einfach zwei Sportsitze. Also ich muss echt sagen, ich wohne jetzt auch auf dem Land. Und was ist denn mit dir passiert, Milton? Ja, ein Mann. Beziehung auf dem Land. Heftig, ne? Ja. Aber das Heftigste ist, der letzte Schritt, die Kündigung bei BMW einzureichen. Das, glaube ich, war so die schwierigste Entscheidung, die ich treffen musste. Hast du geweint? Ja. Also danach. Haben die auch geweint? Nein, die waren froh. Ich glaube, die waren froh. Sein Gesamtkonzept ist es gigantisch, muss ich sagen. Ich liebe es extrem. Kurzer Bremscheck, auch gut, ne? Ja, besser als beim XM, muss ich sagen. Ich meine, schau mal, wie das Ding geht. Das ist irre, oder? Geisteskrank! 300. Nicht schlecht. Wow, ey. Nicht schlecht. Krass. 320 mal in einem SUV. Und vor allem so smooth. Crazy, oder? Ja, finde ich auch. Und auch nur 37,5 Liter. Das ist ja top. Mach das mal aus hier, bitte. Klick mal auf diese. Das andere, die gelb leuchten quasi. Mit deinen Wurstfingern geht's nicht, gell? Naja, ich fahr grad 250, sorry, ey. Kannst ja mal mitarbeiten hier im Auto, oder? Ich bin nicht mal unterstützt. Ich bin der Co-Pilot. Aber an sich. Stabil? Schon eine sehr stabile ist Kurvenlage. Extrem stabile Kurvenlage, wollte ich gerade sagen. So, wir machen jetzt einfach hier schnell. Switch, oder? Ist das okay? Hier kommt ja keiner hinter uns. Yes. Super. So. So, einmal hier den Knopf hoch, drauf drücken. Düsenjet. Perfekt. Fangen wir mit Strada an? Fang mal mit Strada an, dann kriegst du mal ein Gefühl und dann fahr es einfach mal los jetzt. Ach so, ich muss vielleicht den Gang. Genau. Legst du einfach mal den Gang ein. Ich kenne mich da nicht so aus. Oh, warte, das ist, glaube ich, Rückwärtsgang. Wie macht man das? Willst du mich verarschen? Hey, ich bin noch nie den Urus gefahren. Ich schwöre dir, das passiert wirklich, also passiert vielen. Echt? Mach mal. Man kann es nur hier machen, schau. Jetzt echt? Zack, jetzt bis zum ersten, ja. Okay, bist du bereit? Für was? Kannst du dich mal festhalten hier. Was ist das für ein geiler Sound? Bisschen langsamer, Milton. Ja, weil hier eine
so, du fährst 270 mit einem der SUV. Kann es doch. Ja, wir nein. Doch den aber den kannst du alleine machen, bitte. Oh. Du hast nicht mal was zum Festhalten. Nein, nichts habe ich hier. Also, ihr habt echt, jeder Cent ist es wert. Sag's dir. Ihr habt echt einen rausgelassen. Den Ingenieuren von euch muss man mal eine Lob aussprechen. Der Ding, der geht gut, ne? Der geht richtig gut. Darf ich mal die Bremsen testen? Ja, klar. Ja, ein bisschen wackelig, aber war ja jetzt auf. Ja, das, wenn man, das Lenkrad das Lenkrad nicht gerade hält, beim Bremsen. Hey, ist doch gerade. Heftig, wirklich heftig. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte das nicht gedacht. Shoot, shoot! Ja. War das am lautesten? Bei 3.500, 4.000, wenn du vom Gas gehst? Wahrscheinlich, ja. Darf ich so zurückfahren? Ah. Kannst du ganz kurz leise sein? Ich bin noch leise. Ich muss den Sound auf mich wirken lassen. Das ist rot. Ja. Wollten wir ja nochmal die Bremsen austesten. Geile Verarbeitung, wirklich heftiges Handling, geile Leistung. Danke, dass ihr die Überraschung nach dem Vertriebstermin jetzt auch noch durch den Urus fahren. Gut, oder? Ja. Ich habe jetzt echt nicht damit gerechnet, dass wir den Urus fahren, tatsächlich. Rückwärtsgang hast du schon gefunden, ne? Super, Mensch. Toll, toll, toll. Hey. Absolut toll machst du das. Ja, so. Auch. Reicht schon. Super, aus, zack, tschüss. Hey. Bis zum nächsten Mal. High five noch hier, super. Genial. 1,99, wir leben noch. Ruf meinen Psychiater an. Wir leben. Es ist soweit, ich komme jetzt. So. Jetzt geht's in die nächste Runde. Ich bin immer noch sehr hin und her gerissen, wie ich das Auto finde. Ich glaube, von vorne muss ich sagen, ich finde es cool, ich mag es, dass BMW irgendwie Eier hat. BMW hat wirklich zurzeit die größten Eier, wenn man es mit Mercedes und Audi vergleicht. Wirklich, Mercedes und Audi, keine Ahnung, trauen sich nichts, schaut alles gleich aus. BMW bringt jede Woche gefühlt irgendwas, was aneckt, was und, nicht jeder geil findet. Aber die haben eine ganz klare... Pass auf, hier sind wir aktuell. Das Geilste ist halt hier die Rücksitzbank. Die hat sogar eigene Kissen. Boah, warte mal. Krass, warte, oder? Warte mal. Jetzt mache ich kurz was Unpopuläres. Ey, gib mir mal kurz die Kamera, Mann. Der Dachhimmel ist crazy. Wollte ich gerade ansprechen. Wie crazy ist das denn? Also, wenn man hinlangt... Jetzt nicht so sexy, aber optisch. Und vor allem, wenn du fährst im Dunkeln und dann die Farbe wechseln kannst. Hinten gefällt er mir am besten. Vor allem die Endrohre, die sind mal anders, weißt du? Ja, mit denen muss ich noch warm werden, glaube ich. Es ist schon brutal. Leuchten finde ich auch, bin ich bei dir. Aber insgesamt, es ist einfach, es ist mal wirklich was Neues. Mhm. Es ist komplett eigenes Design. Und dafür muss man einfach mal sagen, BMW macht es gut aktuell. Und das Coolste ist, da gibt es eine... Entschuldigung, ein bisschen Unordnung, aber wir haben eine Tasche bekommen. Schau mal, die Tasche für Ladeequipment. Zum ersten Mal hat BMW an alles gedacht. Okay. Aber ich würde sagen, wir fahren mal los. Ich bin gespannt, was er sagt. Und ja, bis gleich. Ciao. Tschüssi. Also auf M1 habe ich alles abgespeichert. Ja. Heißt, du kennst dich ja eh aus, heißt auch Sport Plus. Hörst du schon, ne? Ein bisschen Sound so auch dazu, finde ich ganz cool. Und das ist aber kein Fake-Sound, ne? Diese Lautsprecher hier im Innenraum bringen den V8-Sound von hinten nach vorne. Also ist nicht so, dass wir den komponiert haben. Gib
mir mal ein paar Facts. Also was haben wir Leistung jetzt hier? 748. Okay. Wir haben 748 PS, wir haben 1000 Newtonmeter Drehmoment. Was wiegt der? Weißt du das? Also ich will genau nicht, aber bestimmt über 3,6 bestimmt. Oder? Das wäre ein bisschen arg nicht doll. 2,8? Sowas vielleicht, ja. 2,8, weiß ich nicht, aber der wiegt auf alle Fälle wegen der Batterie, der ist brutal schwer. Du wirst auch gleich merken auf der Autobahn, wenn du Gas gibst, wenn der E-Boost kickt, ja. dann geht was. Dann geht was. Also erstes Losfahren, finde ich, ist sehr smooth, sehr gemütlich, ist irgendwie, genau. Taugt mir aber auch ein bisschen. Echt? Ja. Ist so das entspannte Fahren, glaube ich, weil der XM, der soll ja auch nicht auf die Rennstrecke, der soll jetzt nicht irgendwie zum Ballern. Kein Auto in Urus soll auch nicht auf die Rennstrecke, weißt du, ich meine, also von dem her. Aber der wird's können. Der wird's können, ein paar Runden und dann, ja. Und dann würden die Bremsen glühen, dann meinst du? Ja, also. Und die Sitze? Sorry. Hier kann ich mich wenigstens festhalten. Was halt echt blöd ist, ist der kleine Tank. 50 Liter. Also du bist halt nur an der Tankstelle. Ernsthaft? Ja, leider schon. Ja, aber schon Bums, ey. Und vor allem, der liegt super auf der Straße. Du kannst ruhig ein bisschen mehr Gas geben. Ernsthaft ist schon auch, macht schon Bock, ey. Ja? Ja, finde ich schon gut. Wer ist jetzt die Zielgruppe von dem Auto? Was würdest du sagen? Soll ich dir ehrlich sagen, ich glaube, das Auto ist zielgruppenlos. Aber wenn du mal überlegst, also... Hallo BMW, eure Autos. Nein, dieses Auto, ich wüsste es nicht. Weil ich passe ja eigentlich auch nicht in die Zielgruppe. Ja. Oder, also wir passen auch nicht in die Zielgruppe eigentlich. Bei BMW, Audi und Mercedes, wenn du was... Also man hat schon einen anderen Radius, wenn man auf alle schneller Fälle, und Kurven genau, fährt. Wollte ich gerade sagen, als wie mit dem Urus von vorhin. Und wenn du jetzt mal ein bisschen schneller fährst und dann in die Eisen steigst, weißt du auch, was ich meine mit den Bremsen. Ja? Mhm. Merkst du das? Ja, okay. Ja, das ist schon was anderes. Das ist, also die Bremsen, muss ich sagen, da bräuchten wir eine kleine Überarbeitung. Aber so... Sonntags mit der Family Ausflug machen? Du, ich sag dir, wirklich ich muss wirklich aktuell einfach sagen, ich will nicht sagen, ich bin BMW-Fan, aber ich finde es sehr gut, was BMW aktuell macht. Die trauen sich was, die machen meines Erachtens nach immer noch so, was Antriebstechnik angeht, irgendwie einen sinnvollen Weg. Die machen das gut, die machen das wirklich gut. Ja. Und ich finde, die machen das besser als BMW und besser als Mercedes und besser als Audi. So sehr mich das eigentlich persönlich ist, ein bisschen aus deinem schmerzt. Mund ein Lob. Naja, ich habe BMW schon immer gelobt, stimmt, wenn ich das so empfinde. Das ich hab da kein Problem mit. Und wenn jemand was gut macht, muss man das auch anerkennen. Ja, und auch mal und sagen, ja, das stimmt. Ich meine, Audi und Mercedes und BMW spielen, wie gesagt, Champions League, würde ich sagen. Die und wechseln sich ja eh immer ab, muss man sagen. Also das ist echt, ich habe schon so ein paar so Zyklen mitgemacht, wo es dann immer heißt, ja, die und die Marke ist jetzt gerade on top und dann ändert sich das wieder. Aber... Die machen das schon echt gut. Nee, muss man schon sagen. So, jetzt. Der braucht halt ein bisschen. Ja, bei zack, 200 mit so einem Panzer. Schiff. Sind wir wieder? Wie war's? Besser als gedacht. Natürlich keine Urus-Experience, aber will ich in dem Auto eigentlich auch gar nicht haben. Ich find's nice. Mir hat es Spaß gemacht. Ja? Ja, ich find's cool. So als Daily, wenn du einfach nicht auffallen willst, auch vom Sound her. Wenn du nicht auffallen willst als Daily, nimmst du ein XM. Nein, okay, ich vom Sound her nicht auffallen. Wenn du jetzt, ich meine, nachbarschonend starten möchtest. Hey, ist ja so, wenn du in einem Reihenhaus wohnst und den Wagen startest. Dann ist es das perfekte Auto für die Nachbarschaft. Und du gräbst dich immer noch tiefer rein jetzt.
Ach Mensch, herrlich. Was ist denn herrlich, du? Ja? Alter. Aber so vom Design her und von der Lackierung, von den Specs. Würde er mir stehen, finde ich. Schwarz-matt? Oder? Ja. Warte, also. Warte. Also, in welchem Film sind Sie gerade, Herr Abt? Bad Boy 4 kommt bald raus. Ich spiele da auch mit. Aber ich glaube, mit dem Auto kommst du noch nicht weit. Da brauchst du schon den Urus. Melton, danke schön. Schön, dass du da warst. Danke, dass ich den Urus fahren durfte. Und? Ja, du weißt ja jetzt, was du zu tun hast. Schön Abmodelle verkaufen, in die weite Welt raustragen. Melton gibt Gas. Melton gibt Gas, wir geben auch Gas. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst Like, lasst Liebe da und bleibt sauber. Tschüss. Bis dann. Tschüss.